Politik und Medien, ein Kombipack, weil Politik kann die ohne Medien beinahe oder gar nicht sein. Und die Medien wären ja auch mit und ohne Politik nur Unterhaltung. Die Politiker mit all den verschiedenen Gesichtern, wie gerade der Wind weht, haben sie das eine Gesicht auf oder das andere und sagen auch entsprechend, was sie zu sagen haben oder glauben zu sagen müssen, um wieder gewählt zu werden. Also warum sollte man denen vertrauen? Und Vertrauen ist wie Glauben, vielleicht wörtlich liebhaben oder wertvoll oder zufriedenstellend lieben. Wir haben eine Etymologie-Episode gemacht über Vertrauen, könnt ihr da reinschauen. Und unten links vermeintlich sagen die Politiker das, was das Volk will, aber meistens ist das eben anders. Dann hier eine News. Wieder die Conspiracy Theories became intertwined with prejudice and paranoia across the globe. Ja, der Globe. Time to wake up. There is no climate emergency. It's another scam. Das stimmt. Das werden wir dann noch anschauen, was das Klima ist. Und time to wake up. Ja, wir wachen jeden Morgen auf. Media mask the truth. Die Wahrheit steht für sich selbst. Braucht keine Medien. Und auch sonst kein Sprachrohr. Only by standing together will we be free. Diese Aussage ist falsch, weil frei von was? Frei von Medien, frei von Politiker, frei von Demokratie, frei von Steuern oder von was will man da überhaupt frei sein? Und zusammenstehen ist dann genau das Problem, das wir haben, dass wenn wir zu viel auf einem Haufen sind, dann sind wir eben kontrollierbar. Stichwort 15-Minuten-Städte. Und no to cashless society, use cash. Ja, das kommt vielleicht etwas zu spät. Never trust someone who lies to you. Never lie to someone who trusts you. Ist so wie mit dem besten Freund oder mit Familienmitgliedern. Wenn man ihnen vertraut und man stellt fest, dass sie lügen, wie oft will man die Lügen noch hinnehmen, bis man eben nicht mehr vertraut. Und umgekehrt ist dasselbe, ja, wenn wir jemanden anlügen, der uns vertraut, dann wird auch der irgendwann uns nicht mehr vertrauen. Und dann haben wir hier ein Typ, der damals mit Anthrax da in die Runde gekommen ist und was war das, der Senat oder der Kongress glaubhaft machen wollte, dass in diesem Döseren Anthrax ist, diese vermeintliche Massenvernichtungswaffe, die Saddam Hussein angeblich im Besitz ist. Dabei ist er ja im Besitz dieser vermeintlichen Anthrax und bringt dieses Döseren da in die Runde und wenn er das fallen gelassen hätte, dann wären ja alle platt, also auch das ist mehr Show und Unterhaltung als Wahrheit erzählen. Und dann hier oben haben wir Hussein mit den Deutschen. Die stehen da enger zusammen, aber mit einem kälteren, leeren Blick als unten. Unten sehen wir, das müsste Rumsfeld sein, Amerika mit Hussein. Da sehen wir, könnte man den Freimaurer-Handshake sehen, aber wir sehen da auch physische Distanz zueinander. Und man könnte jetzt spekulieren, wer von den beiden hat dann den Hussein diese angeblichen Massenvernichtungswaffen verkauft oder übergeben. Dann hier ebenso eine mobile Produktionsfacility for Biological Agents, also biologische Waffen. Fermentation Control Panel, Active Material Tanks, Spray Dryers, Filing Machines. Und mit dieser, ja doch eher schlechten, ja es war keine Animation, es war eher ein Bild, wollten sie den Kongress und den Senat davon überzeugen, dass da diese Produktionsstätten wirklich existieren und dass sie mobil sind und von überall her diese Biological Agents loslassen können. Aber für uns sehen diese Trucks eher so aus wie Teil von Geoengineering, werden wir dann noch anschauen. Und da geht es ja eigentlich in dieselbe Richtung. Dann gab es einen Film mit Matt Damon, genannt Green Zone, wo sie eben den Krieg, den sie da dann verursacht haben in Irak, weil es ging ja eigentlich nur darum, um wieder ein Land zu bombardieren, terrorisieren, Menschen abschlachten, wegen den vermeintlichen Massenvernichtungswaffen. Und wir schauen hier ganz kurz in den Trailer rein, weil dieser Film ist ja interessant, haben sie, die Amerikaner, gemacht, weil sie eben diese angeblichen Massenvernichtungswaffen nicht gefunden haben. Und dieser Film behandelt eben genau das.
Who are you? General, my name's Roy Miller. I'm a chief warrant officer with the U.S. Army. Why are you here, Miller? I came here to bring you in. Laurie Day, Wall Street Journal. Does it make any sense we're still coming up empty? No. I read your articles. You said a source named Magellan met with U.S. officials prior to the war. No, I'm not discussing sources. Who is Magellan? Magellan's the best source we ever had. Have you ever even been to any of Magellan's sites? No. There's nothing there. Chief, we're here to do a job. The reasons don't matter. They matter to me. People are dying out there. I want to know why. You want to know what really happened to them? Gotta find Magellan. You set up whatever you need to set up on your end. I'm bringing him in. I know what you did. We got a problem. As long as he's out there, he's a threat. We have a plan. ETA? 12 minutes, sir. You take him out. I've got him! Ja, also eigentlich ist das nur ein weiterer Jason Bourne-Film, wo Matt Damon einen anderen Namen verwendet. Aber ist ja spannend, was wir hier schon im Trailer selbst sehen. Zum einen hat er Gründe, warum er da unterwegs ist, weil er glaubt, dass diese Massenvernichtungswaffen wirklich existieren und er will diese einsammeln, im Glauben, dass er Leben rettet. Und weil eben diese Falschinformation von der eigenen Regierung gekommen ist wegen den Massenvernichtungswaffen und er dem auf die Spur kommt, wird dann er von der eigenen Regierung quasi gejagt und gehetzt. Also. Dann oben links haben wir ein Bild, müsste Syrien sein, Amerika da wieder am Bombardieren, Schlachten, Morden. Rechts daneben Russland, Ukraine, ebenfalls Krieg, Bomben, Schlachten, Morden, Zerstören. Rechts China, Taiwan, sind wir gespannt, wie das denn ausgehen wird. Dann China, Hongkong vielleicht, wissen wir nicht. Und dann links Palästina, Israel, ja, ist aktuell da viel im Gang. Aber eigentlich war ja das schon seit 1946, ist da unten Krieg, seit man Israel dahin gepflanzt hat. Climate Change ist so ein weiteres Ding, wo man auch schlussendlich spaltet. Und eigentlich ist ja alles das, was wir hier sehen, Spaltung. Also was machen denn die Politiker? Spalten. Was machen die Medien? Ebenfalls spalten. Das klassische Teile- und Herrschprinzip. Und schlussendlich ist ja das eben diese Parteiung. Und dann den Global Warming. Da gibt es diesen Dan Pena, ein Hardcore-Kapitalist. Werden wir mal kurz reinschauen, weil er sagt auch, dass dieser Climate Global Warming is a fraud. Und dann schlussendlich, ja, sollen alle die Klappe halten, Gesichtswindel. My message is that we'll be watching you. We'll be watching you. We'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? People are suffering. People are dying. Everybody doesn't deserve to be alive. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. Extinction. Money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? I don't give a shit. I want you to panic. I want you to act as if the house was on fire. Ja, also auch hier einfach die gegenseitige Propaganda, auch wenn die Aussage von ihm grundsätzlich korrekt ist, aber es ist auch hier pro, contra, links, rechts, teile und herrsche. Und ist ja spannend, was sie hier da gesagt hat, oder zumindest mal in diesem Zusammenschnitt, dass wir Panik haben sollen. Ja, wenn man in Panik und Angst ist, dann handelt man irrational. Und man soll so tun, als ob das Haus brennt, was ja völliger Blödsinn ist. Und dann klagt sie, dass sie eigentlich hätte sollen in der Schule sein, aber stattdessen ist sie da auf der Straße. Macht sie ja vielleicht freiwillig oder auch nicht, aber auf jeden Fall hat sich das für sie gelohnt. Grundsätzlich nehmen wir keine Partei ein. Ja, wir sind weder pro Palästina noch pro Israel. Aber umgekehrt genauso sind wir auch nicht gegen Palästina oder gegen Israel oder grundsätzlich gegen irgendeine Partei, die da propagiert wird von den Medien und Politikern. Weil sobald man Partei ergreift,
ist man Teil des Problems, Teil des Konflikts und macht da mit. Und das, was ja auch diese Klimagräte da verklickert hat, ist die emotionale Involvierung. Ja, man soll Angst haben, man soll Panik haben. Und wenn man emotional involviert ist in irgendeinen Konflikt, der propagiert wird, dann ist man auch fremdgesteuert, weil das E ist extern, also Motion ist Bewegung, man wird extern gesteuert. Und grundsätzlich Konflikte nicht gutheißen, weil es ist im Endeffekt nur Teilen und Herrschen. Und grundsätzlich, es gibt keinen guten Krieg. Grundsätzlich nicht. Also Israel-Palästina ist kein guter Krieg, Ukraine-Russland ist kein guter Krieg und jeder andere Krieg, der Amerika, England, Frankreich und Deutschland je geführt haben, ist auch kein guter Krieg, auch wenn in den Medien davon nichts gesprochen wird. Es gibt es einfach nicht, weil was ist der gemeinsame Nenner von jedem Krieg? Tod, Mord, Schlachten, Zerstörung, Leid. Jeder einzelne Krieg.